Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Transportfass vorstellen für Flüssigkeiten. Das ist der MKS 32 bei Varunar LP. Jo, also ich habe mir schon gekauft und ich denke, wir schauen trotzdem jetzt nochmal hier im Shop an. Wie wir sehen, können wir hier mit diesem Transportfass für 68.000 Euro 32.000 Liter Flüssigkeiten transportieren. Ja, wir können Milch, Wasser, Pflanzenschutzmittel, Gülle, Gärreste, Biokraftstoff, Spritzmittel und normalen Diesel hier transportieren. Da haben wir hier das gute Stück. Kostet hier 68.000 Euro, so wie jetzt dasteht. Du kannst natürlich hier auch die Hauptfarbe ändern und die Felgenfarbe. Aber zuerst noch hier Leasing 3.468 Euro. Jetzt zum Beispiel kannst du jetzt hier Beispiel das schicke Orange nehmen für 3.500 Euro. Dann haben wir hier noch die Felgenfarbe. Jetzt das Beispiel hier das schicke Rot, wie ich es ja genommen habe, für 1.000 Euro. Ja, ich habe jetzt mir gedacht, ja, tue ich mal hier also für die Tiere mal Wasser holen, weil die verdursten schon. Denkt schon ein bisschen die Kinnlade unten. So, starten wir mal. Schauen wir mal, dass wir zurückkommen. So, jetzt sehen wir hier, ich könnte hier Flüssigdünger auch noch kaufen, Pflanzenschutzmittel und natürlich Wasser. Ich will ja nur die Tiere jetzt versorgen, also können wir jetzt erstmal hier Wasser tanken. Und dann tun wir es hier natürlich den durstigen Kühen, dass sie nachher fleißig Milch geben. Ja, dann relativ flott, wie wir hier gesehen haben. Also 32.000 Liter haben wir jetzt hier schon mal getankt. So, Bremslicht geht schon mal, haben wir gesehen. Lenker genauso. Rückfahrlicht, Bremslicht, das normale Licht. Haben wir hier seitlich auch die Begrenzung. So, fahren wir hier langsam rein. Dann sehen wir jetzt zugleich hier, dass hier die hintere Achse und die vordere mit. Wo kommt die vordere auf, oder? Ach, hier läuft der Fuchs. Ah, ich glaube die vordere nicht. Oh, jetzt war jetzt abgelenkt von dem Fuchs natürlich. Gibt immer dem Fuchs die Schuld, müsst ihr wissen. Also, wir ziehen mal vor. Aber hier um die gerade Kurve natürlich. Es lenkt, glaube ich, nur die Hinterachse mit, nicht die mittlere, also die vordere, meine ich. Ja, also, wir sehen schon mal hier, er spritzt schon ziemlich Spuren, macht er auch. Ja, ich würde mal den Blinker mal ausschalten. Ich mir jetzt wohl ganz Kühe hin sind, die ich gekauft habe. Ich habe ja Kühe gekauft. Wo sind die ganzen Kühe hin? So. Mal gleich hierher. Muss ich doch glatt nochmal schauen gehen, wo die Kühe hin sind. Ich war der Meinung, ich habe sie gekauft. Rennen wir nochmal vor. Besser. Weil ohne Kühe natürlich, das sieht man doch, ihr habt doch Kühe gekauft. Wie viele Kühe brauche ich noch? Ja, dann kaufen wir halt nochmal ein paar Kühe. Weil ich muss ja ein bisschen das Wasser loswerden. So, zack. Reichen jetzt gut, gehe ich wohl die ganzen Kühe. Da sehen wir jetzt doch. Wasser kann ich abgeben. So, dann drücken wir mal. Wenn wir jetzt den auch noch außen ja ein bisschen anschauen. Nehmen wir hier die Dadel los aus. Das Ganze könnten ihn dann auch mal abhängen. Mal sehen. Kommen sicherlich dann schön die Unterlegteile hin. Also, sehen wir jetzt hier Unterlegteile kommen. So, die
Drücken wir nochmal I, weil er hat ja mal aufgehört zum Abladen. Ja, schauen wir mal hier mal in den Lok rein. Dann sehen wir, leider hat der, wie wir hier sehen, hier in der XML wegen dem Fülltypen Milch haben wir hier drin schon mal, dass er ein Warning drin hat. Und das kommt dann oben, wie wir ja sehen, hier immer der gleiche Fehler. Ich habe den ja im, dadurch, dass ich den ja im Shop nochmal angeschaut habe, kommt dann natürlich der Fehler nochmal. Jetzt haben wir hier dieses Warning drin. Aber vielleicht tut ja hier der gute Mann den Fehler ja beheben. Wäre ja super toll. Mir gefällt so her der Mod so von Ausschauen, von den Funktionen sehr gut, muss ich sagen. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, würde mich freuen, wenn du hier reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.